2021, der Caravan-Salon, der 60. Mobilwetter. Auf die Uhr, wenn ich jetzt mal schaue, ist es 3 Uhr am 29. August 2021. Sonntag ist es, ja, wo andere Leute in die Kirche gehen. Ja, da filmen wir Wohnmobile, unter anderem von Mobilwetter. Und wie ihr lesen könnt, neu für das Jahr 2022 natürlich auch die Farben. Grau. Aber es ist ja auch eine Trendfarbe. Grüß dich. Auch eine Trendfarbe, genau. Hallo. Hi. Da steht's, das ist der Admiral K5.1, eine absolute Neuheit jetzt auf der Messe. Und Länge ist 6 Meter, Breite 2,5 Meter. Und ja, Masse im fahrbereiten Zustand, je nach Ausstattung 3.100 Kilo. Und das Gesamtgewicht 3,5 Tonnen. Also immer so ein bisschen an der Grenze, aber das ist ja das, der fahrbereite Zustand hat den Fahrer ja schon mit drin. Und schon den Kraftstofftank mit 90% gefüllt. Ja. Grundpreis hier 60.990. Das verspricht jetzt schon mal für ein tolles Fahrzeug, denn fertig steht es hier für 66.436 Euro. Hier ein paar Details für alle Freunde des Standbildes. Fahrgestell 140 PS, manuelle Klimaanlage, Außenausstattung und Co. Und der Aufbau Soft-Touch-Wände, was immer das ist, das werden wir gleich mal erfahren. Oh ja. Aber ich sehe es schon so ein bisschen hier von außen. Ich gucke mal gerade von der Seite an, so eine Carbon-Optik an der Seite. Eine Thule Omnistor ist hier mit dabei. Mobilwetter-Design. Und das Ganze im klassischen Querschläfer-Grundriss mit der Schlafseite auf der Beifahrerseite. All das, wenn wir uns jetzt mal anschauen. Aber es sieht schon edel aus hier, so eine Hochglanzoptik, fast schon ultra edel. Und in Verbindung mit dem Weiß, da stört mich auch das rote Holz gar nicht, muss ich sagen. Gas ist hier hinten, wahrscheinlich 211 Kilo. Schauen wir mal kurz rein. Jupp, der Klassiker. Allerdings hat man sehr, sehr viel Platz, um Fahrräder und Co. zu transportieren. Das Ganze wird dann einfach nur hochgeklappt. Kann ich euch mal zeigen. Einfach hier vorne. Und fährt dann hoch. So. Jenny! Ich habe es von hinten mal gezeigt. Ich habe das Bett jetzt nicht ganz hoch gemacht, aber das zeigen wir mal hier. Das fängt schon an. Mobilwetter-Design. Guck mal hier. Hast also hier so eine Einstiegsleiste, die wahrscheinlich dazu da ist, dass du dir nicht im Kopf anschlägst oder so. Sieht aber auch cool aus. Auch schon soft. Soft. Alles soft hier. Der Kühlschrank ist an der Seite. Drück mal drauf, was kommt da raus? Wahrscheinlich. Wow. Oh. Was können wir denn da reinmachen? Alles. Alles. Ist hier auch alles. Ist ja echt Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Echt cool. Ja, ich bin gerade. Sprachlos, das habe ich jetzt nicht. Also gerade, wenn die so, Schiffsbodenoptik ist mit drin, da ist noch eine Trittstufe, die fährt automatisch aus. Ja. Dann Fliegenschutzgitter an der Seite. Das Ganze steht auf 4 Ducato. Hier schon 4 Ducato 8, wie ich sehe. Immer mehr Achter, die ich im Moment sehe. Doppelboden hier am Eingang. Belüftet. Da ist ein kleines Fach, guck mal hier drunter. Was kann man da reinmachen? Vielleicht Flipflops oder sowas? Kastenbier. Das ist. So, Verdunkungssysteme sind integriert natürlich. Das ist da, du hast ein großes Fenster hier oben. Ja. Das schafft Raum. Hier sind dann keine Schränke, hast keinen Stauraum, aber viel mehr Licht. Und hier das gute Messelicht, was genau da ist. Das gute Messelicht. Dann hier Raupenmuster. Auch keine Bezüge oder irgendwas, sondern. Also, hier ist echt alles soft. Die Tische und alles. Das fühlt sich so weich an, richtig gut. Merkst schon, das ist ja nicht eins der günstigsten. Wir haben eben eins gesehen für 41.000 Euro. Was ganz anderes, oder? Hier ist schon, das ist auch das Holz hier, guck mal, das ist so. Quality. Das sieht aus wie eine Yacht. Ja, genau. Innen beleuchtete Schränke diesmal. Ja. Guck mal, der Schnitschi, das ging ja flott. Toll. Und auch, ja, da ist so ein Licht, guck mal, so ein indirektes Licht, was nach unten nach oben geht. Siehst du? Ja. Wenn du drauf drückst, da auf den Ausschalter, drück mal drauf. So. Ja, so Soft Touch. Genau. Soft Touch. Ist alles weich. Dann hier so das Material, das sieht so aus wie. Ich kann hier die Arbeitsplatte. Nein! Das ist ja genial! Okay, cool. Das ist echt Hammer. Alles ausfahren auch noch.
Alles hier gefräst. Guck mal, die haben das aus dem Ganzen, habe ich das Gefühl, nee, ist oben wahrscheinlich zusammengeklebt, aber es sieht echt cool aus. Ja. So, oben hast du die Spüle dann. Also das wäre dann die Arbeitsplatte, wenn du die Spüle dann brauchst. Du machst sie zu, dann hast du aufgeräumt. Und ansonsten hast du nur die Ablage. Hm. Dann direkt Waschbecken wieder einfahren. Ende Gelände, zumachen. Ja. Fertig. Drunter? So alles glatt und weich. Ist echt weich? Das, ja, es fühlt sich so weich an. Weiches Holz. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ah, das mit dem Holz ist schon edel. Und hier so fährst du drüber, das ist wie so ein, wie so eine Yacht. Poliert und... Ja, wie früher in den 50ern. Mach mal auf bitte, oben. Da musst du schon weggehen. Das ist echt. Auch alles beleuchtet. Sehr schön. Dann oben das Kontrollpanel. Ah, das ist so ein. Ich verstehe. Das ist so ein Touchpanel, was komplett schwarz ist. Wo du allerdings dann schon bei den einen oder anderen Fingerabdruck drauf siehst. Ja, also ihr könnt das im Moment nicht sehen. Eine Truma-Kombi ist drin. NDS, was kann das? Wechselrichter? Was könnte. Ja, ist wahrscheinlich ein Wechselrichter, der drin ist. Der macht ja Strom, 230 Volt an Bord. Also mal mit größter Wahrscheinlichkeit. Kann aber auch einfach der Batteriecomputer von den NDS-Batterien sein. Da hat er Lithium-Ionen drauf. So, hier warnt er, 0%. Also hat kein Wasser drin. Okay. Sollen wir mal kurz gucken, die Bank mal, geh mal rein. Und beschreib mal, was du fühlst von den Sitzen. Es ist fest, aber auch trotzdem weich. Also es ist schon gut gepolstert auch. Und das Leder ist auch hier geriffelt, aber doch sehr gute Sitzfläche. Ja, wenn du das Ganze mal hochklappst, hier sind ja... Ah, da sind die Gurte drin. Genau. So kann man auch hier sich anschnallen und hier drin sitzen quasi. Guck mal, hier ein Tetris-Tisch. Warte, was? Pass auf, da steht noch was drauf. Ja, ich glaube einfach, man kann den. Durch hier das da unten. Kann das da unten wegklappen? Ja, genau. Aber das hier sieht so aus, als wäre es so, als könnte man das irgendwie so ein kleines bisschen. Nö, doch, irgendwas geht da. Guck mal. Ich bin mir nicht sicher. Ah, weißt du, was du machen kannst? Ziemlich cool. Ich glaube. Ups. Ich hab's gerettet. Warte, ich tue zur Seite. Dann es könnte sein, dass du es hochklappen. Guck mal. Hast noch viel mehr Platz. Ja, aber das ist das dritte hier. Das kannst du auch noch zur Seite irgendwas machen. Da kannst du Seite drehen, aber du hast insgesamt hast ja immer das Problem, hast viel mehr Platz während der Fahrt. Hast dann eine kleine Ablageschwäche, die würde ja genügen jetzt sogar für ein kleines Notebook oder so. Genau. Und kannst sie einfach rausfahren. Fahr mal raus. Mal oben nochmal zurückklappen. Und hier unten ist normalerweise immer so ein Knopf oder sowas. Das ist guck mal drunter. Aber das ist auch zu schnell. Ja. Das ist fest. Es geht wahrscheinlich irgendwie. Warte mal, wir finden das raus. Ja, ich sind hier die Verkäufer, musste fragen, die lachen sich alle tot. Zieh mal fester runter. Genau an der Stelle. Einfach fester runter und dann kannst du es rausdrehen. Warte, ich probiere mal. Ich hab gezogen, da hat sich was bewegt, aber ist nicht klar. Da, jetzt. Du musst einfach mal ab und zu mal. Das ist interessant. Guck mal hier, das hier ist relativ klein. Was funktioniert. Du kriegst da deinen Frühstücksteller drauf, du kriegst daneben die Tasse. Die Tasse kannst du hier hinstellen. Genau. Es ist nicht so riesig. Kann mit benutzen und wühlen. So war ich. Du bist ein Happy. Ich habe eben gesehen, du hast sogar die Augen geschlossen, als du es beschrieben hast. Um die Sinne ein bisschen auf die Finger. Auf das Konzentrieren sozusagen und alles, genau. Cool. Ja, man muss so ein Fahrzeug auch mal entdecken. Also wenn wir immer die Verkäufer mitnehmen, die sagen immer, ja, das ist das neue 21er Modell mit dem 140 PS sowieso. Und dann, gut, die können das natürlich auch ganz gut. Die ganzen Zahlen, ja, die machen das super. Besonderheit hier, die Toilette ist zum Raum geöffnet. Mach mal bitte auf. Allein hier der Griff, warte mal, ich zeig dir mal. Das ist so Haptik. Wie fühlt sich der an? Auch gut. Also klar, alles ist soft hier, aber das ist auch so ein bisschen, warte. So ähnlich, Leder. Nee, ein bisschen glatter noch als der hier auch. Mach mal auf. Ja gut, der wird ja auch hoch beansprucht. Hier innen drin ist aber, also hier außen ist Leder, hier innen drin ist aber wieder Silber sozusagen. Mhm. Also wenn man es hier innen drin abpasst.
Also wirklich hochwertiger Kastenwagen, so viel kann ich schon mal sagen. Also Kastenwagen ist ja fast schon zu wenig. So, wir kriegen das Licht an. Hier oben ist schon mal Licht. Könnte aber sein, warte mal, dass ich das Gesamtlicht stark hier mit diesem Panel, was du hier hast. Da musst du es wahrscheinlich einschalten. Jetzt ist es off. Das ist spannend, das Panel. Und hier hast du das Licht. Ja. Ist an? Ist an. Wow, ich bin der Weltmeister am Licht anschalten. Wir hatten sie eben ausgemacht, deswegen ging es nicht. So, beschreib mal, was siehst du? Was ich sehe. Ein Waschbecken. Wieder genauso soft wie bei der Küche. Selbes Material. Das könnte Korean sein, ich bin mir aber nicht sicher. So ein spezielles Material. Oh, ein Schwenkbad. Ja. Wieder dieses coole Schwenkbad. Mit einer großen Dusche. Und im Boden, geh mal rein. Genau. In der Höhe. So nice. Du bist knapp 1,80 jetzt mit deinen Schuhen. Ist auf jeden Fall Platz. Also ich würde auch noch reinpacken. Okay, oh. Beleuchtung von oben. So, und du würdest dann, da ist die Dusche, kannst du entweder als Handbrause verwenden oder was Tolles zum Haare waschen, dass du auch eine Handbrause hast. Hier ist auch noch Fach. Du hast so lange Haare, du bist dann wahrscheinlich nicht jeden Tag am Haare waschen, oder? Ja. Schon. Jeden ersten oder zweiten, genau. Was ist das denn hier? Ich hätte ja auch lange Haare, wenn ich noch Haare hätte. So, das ist der Rost. Schwenk nochmal zurück. So. Okay. Knack. Sehr nice. So ganz simpel zu bedienen, einfach nur drücken. Lass mich mal gerade reinfilmen, dann kann ich das mal zeigen. Also, Bad. Hier ist die Toilette dann unten. Das kann man mit größter Wahrscheinlichkeit drin lassen. Hast du Fächer hier mit drin? Überall, wo Push steht, ist auch Push drin. Und hier oben dann nochmal das Fach, was sie schon aufgemacht hatte, haben wir schon gezeigt. Ja, zur Belüftung ein Fenster und hier oben hast du dann noch einen Abzug. Zwangsbelüftung. Handtuchhalter, Hochglanztür und jetzt habe ich eins gemacht, da musst du mir gerade mal helfen. Geh mal gerade von hinten ans Auto ran, außenrum. Und mach mal bitte die Matratze noch mal zurück, weil das habe ich allein nicht geschafft. Die ist nämlich hier. Guck mal, ich mach das ja hoch und du machst die Matratze mal gerade zur Seite. Dann können wir das nämlich einfach runter machen wieder. Und dann so hin. Das ist Memory Foam. Ich lese es schon. Das habe ich auch zu Hause. Mach mal zu die Tür von hinten, bitte. Mach mal dies, mach mal das. So, sie hat zugemacht. Dann ist das Raumgefühl natürlich ein ganz anderes. Wir lassen die Shenandoah mal rein. Treppchen. Hat deine Mama schon ein Video gesehen von dir? Jetzt? Nee. Ich glaube, ja, doch. Und? Meine Großeltern sind auch begeistert. Von dir? Das muss man ja sagen. Also ich als Opa oder Oma, ich wäre immer begeistert von meinen Enkeln. Das ist so. Aber ich benutze dich ja nur als lebendes Metermaß, muss ich sagen. Ja, weil 1,75 und das Thema Betten, passe ich da rein als Querbett? Ja, geht's? Gerade noch. Ja, aber ich habe ein bisschen Luft oben. Aber du hast Hallenschuhe übrigens, genau. Muss man ganz klar sagen. Tanzschuhe. Also die Tanzschuhe, die wir extra nur im Tanzsaal anhaben. Wir. Also kein Schmutz und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass hier ist die sauberste Messe, die ich je gesehen habe, weil alle Teppiche, die du abstreichen kannst, neu. Jeden Morgen gestaubsaugt. Also jeden Morgen, wenn ich hier ankomme, als erstes. Das ist drei Scharniere, guck mal hier, drei Scharniere pro Öffnung. Das ist so ein Sammelsurium an Beschlägen, die hier eingebaut worden sind. Dann hier noch Dämpfer, Federn, Platz in die Tiefe. Groß. Dann hier, guck mal, diese Ledertaschen, die du drin hast. Touch. So ein Leselampe auf beiden Seiten. Du liegst mal da falsch rum. Ich liege mich auch immer falsch rum. So, und überall hast du Staufächer. Wie ist denn die Matratze? Ist die lecker? Sehr gut. Du hast gesagt, du hast die auch zu Hause, ne? Ja, ich habe nicht dieselbe. Ich habe eine Form, weißt du, Memory-Form, passt sich an durch die Wärme. Das heißt, dein Körper hat ja Wärme und wenn du dich drehst, geht's wieder zurück. Die ist perfekt hart, aber auch weich gleichzeitig. Also hart und weich. Die Mischung, genau. Das ist Memory Foam. Und du kannst hinten natürlich die Verdunklung auch zumachen.
Das ist aber abgedunkelt. Das heißt, die können, wenn das Licht außen, nee, innen aus ist, kannst du nicht reingucken. Ja, okay. Das ist also, wenn du tagsüber mal, so als Jugendliche muss man ja nach dem harten Feierbesuch bis 6 Uhr morgens dann auch mal schlafen bis um 6 Uhr abends. 6 Uhr abends, okay, den ganzen Tag durch, ja. Hast du das schon mal gemacht? Nein, den ganzen Tag, nein. Geht gar nicht. Das ist für mich nicht drin. So, dann komm, wir haben ja keine Zeit. Ist aber echt schön. Hier will gefällt dir, gell? Ja, ein bisschen länger drin bleiben. Kühlschrank einmal da. Gefrierfach, zeig mal bitte. Der ist sogar an, oder? Ist ein bisschen kühl? Ja, ist angenehm gerade. Oh. Und drunter hast du dann noch einen Kleiderschrank. Genau. Zeig mal bitte. Warte. Aus. Weichen. Da ist er. Ah, die Treppe muss da reinklappen. Treppe. Ist hier alles ja auf jeden Zentimeter optimiert. Hast du es gleich hinbekommen, oder? Hast du die rausgeholt? Einfach rausholen. So, da ist der Schrank drin. Weil viele brauchen ja auch keine Einstiegshilfe bei diesem Bett. Also du bräuchtest keinen, oder? Genau, ich habe es eben auch zwar angedeutet, aber nicht benutzt, sozusagen. So, kurzer Schwenk nochmal. Mobilwetter. Oft gehört, nie gefilmt. Jetzt das erste Mal für mich mit Schiffsbodenoptik. Überhaupt erinnert alles so an so eine Segeljacht. Und hier auch dieses Alcantara-Look ist schon edel. Auch hier oben hast du so wirklich feucht, die Raumklima und so weiter, der Hammer. Und natürlich der Fiat 8 mit Multifunktionslenkrad drin und Instrumenten und hier auch das Original Fiat Navi schon drin, das neue. Das ist das neue Cockpit von Fiat. Ja, ready! Ja. Wieder was ganz anderes. Total schick, elegant. Der Admiral K5.1 von Mobilwetter Design. Und sie bieten 10 Jahre Garantie. Ich guck mal gerade für die Body Integrity. Was genau müssen wir nochmal nachlesen auf der Webseite? Ich bin immer vorsichtig bei so englischen Begriffen. 10 Jahre Garantie auf die Body Integrity, was immer das sein soll. Auf die Körperintegrität. Ja. Körpersoftness. Gut, wir sind in Europa. Englisch. Ciao. Tschüss.